Moin, moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe und mit mir spielt die. Ich Mathilde! habe einen Wolf hier, Okay. den ich anlocken will. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Der hat rote Augen. Knochenklinge mehr. Oh ja, ich sehe den Wolf. Oh, der kommt darüber gehoppelt. Der kommt darüber gehoppelt. Alter. Der ist ja riesig. Oh, ist schon tot. Hui. Ich habe leider keine Knochenklinge. Habe ich. Hübsches Wölfelein. Boah. Der hier höre ich doch auch irgendwo einen Zombie. Da vorne. Hops! Irgendwo war noch so ein Kaninchen, was gestorben ist. Da kannst du es ja suchen. Ja. Ich kümmere mich um diese Kreischerin, die da der Meinung ist, den Baum schlagen zu müssen. Böser Baum. Was soll sie im Baum verhauen? Du hast meine Einladung noch gar nicht angenommen. Ah ja, wir haben ja gerade angefangen zu spielen und warte mal, wo war das? Wie ging das? Oh. Hier sind ein, zwei Zombielein. Ach, du wolltest ja die Garage wolltest du bauen. Achso, was wolltest du machen? Ich wollte mir dieses Haus auf dem See da anschauen. Da wolltest du auch, glaube ich, mitkommen. Erstmal mache ich den Dicken hier platt, das geht ja gar nicht an hier. Ich habe hier so einen Business-Typ. Das Haus gehört wieder uns. Da hatten wir ja ein paar. Gäste, würde ich sagen, ja. Ja. Freche Gäste, die haben wir nicht eingeladen. So, was ist denn überhaupt? Ich bin hier. Ich bin einmal ums Haus gelaufen. Ach so. Wollen wir auf den See gehen? Aber Ach, da warte, ist noch einer. hier sind noch zwei. Gehst du mal Ich habe gerade so vorbei? zweimal, als er auf dem Boden lag, zweimal das Gras getroffen. Das hat komisch zusammengesagt. Kann ich auch. Wo war denn das Haus? Wo war denn das Haus? Follow me. I follow dir. And everything is all right. Genau. Müssen Müssen wir. wir auf Insel, glaube ich, rüber. Ach Oder ist so, wir können von da vorne wir das? können von Insel zu Insel, oder? Ja. Das wäre immer am kürzesten. Oh. Du kannst hier nicht atmen. Ich kann Du da nicht bist atmen. nass. Ich bin nass. Wieso gehst du schneller durchs Wasser als ich? Ich gehe immer unter, wenn ich nach oben gucke. Ich komme hoch und dann. Hä? Achso, ich bin geduckt. Das ist mein Problem. Deswegen war ich immer knapp unterm Wasser. Oh, nee. Ich habe Was jammerst du jetzt schon wieder? keine Ausdauer mehr. Tja, dann wirst du jetzt untergehen und sterben. Das Wasser ist schon besser geworden, ne? Aber es sieht immer noch nicht prall aus. Es geht noch besser. Und früher sah es so schrecklich aus. Boah, Junge, du mit deiner Ausdauer, ey. Ach, ich glaube, wir können auch von hier schon weiter. Aber ich warte, bis meine Ausdauer ein bisschen wieder da ist. Oh, du hechelst aber auch ganz schön. Juhi! Also unter Wasser habe ich hier eine ganz komische Kante. Ja, du auch. Ja, das weiß ich nicht. Ob das irgendwie serverseitig ist, das Problem, weil beim anderen Server. Hallo? Du bist ganz unten, ne? Beim anderen Server, den wir hatten, der so ein bisschen rumgespackt hat, uns mal abgemeldet hat und so. Oder einfach Updates macht, obwohl er keine Updates machen soll zu der Zeit. Der hat das irgendwie nicht gemacht. Aber dafür hat er uns häufiger während einer Aufnahme einfach irgendwie rausgeschmissen. Das hat uns so Ja, das genervt. war ja. Da scheiße ich doch lieber auf die Wassereffekte. Jo.
Oh, da oben sehe ich zwei Kisten. In dem Häuschen. Oh ja. Ah, hier sind Zombies. Ach. Die sind erst aufgestanden. Ja, renn mir vor der Nase rum. Ich wollte mich hinter dir stellen. Oh, einer ist ins Wasser gefallen, oder? Ja, aber und der zweite auch. Der dritte nicht. Oh. Find's auch. Oder sollen sie halt das Häuschen kaputt machen? Aber man kann das brennende Fass nicht mitnehmen. Soll ich dir mal helfen? Hey, warum schlagen? Aua! Ey, das gibt's doch nicht. Du stirbst, du Sack. War nur die beiden Kisten? Hm. Und hier ist noch eine Tasche. Ah, okay. Oh, yeah. Ein Candy Cane Club. Level 2. Und ein Weapons Bag. Oh. Barbed Wire Mod. Nice. Wir können jetzt Stacheldraht-Dinger bauen. Hehe. Stacheldraht-Dinger. Ja, also hier. Ach nee, das ist eine Mod. Mhm. Yeah. Haha, guck mal. Oh, das ist ja cool. Das ist Stacheldraht um deinen Baseballschläger. Yo. Die Insel? Die Insel kenne ich noch gar nicht. Ich gehe jetzt mal zur Insel. Genau, gucken wir uns die Insel an. Ja, platsch! Ich sehe jetzt schon unter Wasser, da ist ein Bär im Wasser mit einem Zombie. Ja, und weißt du, was cool ist? Wir können hier schön aus dem Wasser den Bär erschießen, bestimmt. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Ja, das Bär hat den Zombie getötet. Oder weiter runtergeschubst. Der Bär kommt in unsere Richtung. Ich gehe lieber ins Land. Ich leg mich mit dem Bär hier nicht an. Weil früher ging das ja ganz gut, das hat so ein bisschen rumgespackt, aber. Ja, der kann nicht schwimmen. Du hast ja ein Messer bestimmt, ne? Ja. Gut. Aber wenn er 50 Meter tief ist, dann. Oh, ich muss mal Luft holen. Wahrscheinlich auch nicht kriegen. Ups. Der ist ja nicht 50 Meter tief. Ich meine nur. Ja, dann komm ich dir helfen. Komm erstmal raus, Mutti. So, jetzt verpest sich das Wasser mit der alten Frau. Und mit der Mutti. So. Wer ist tot? Jo. Da ist er. Ja, ist er nicht die. Außerdem ist er noch ein Zombie. Der ist tot. Hast du gerade gekillt? Okay, dafür gab es ja. Ich sehe gerade da im Haus, wo wir waren, ne? Da, unterm Haus gibt es irgendwelche Kisten. Oder da ist irgendwas. Oh. Dann schaue ich mir die Kisten an und du schlachtest Bärchen. Ja. Boah, Junge. Tauch schneller. Alter, ist das lahm. Es war auch mal schneller, glaube ich. Ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Nee, aber das sind gar keine Kisten. Benzinfässer oder was? Nee, das sind so. Oh oh. Alte. Ey, ich komme hier nicht mal hoch. Junge! Ich tauch doch mal hoch! Na los! Du steigst auf! Du steigst auf! Aber so langsam. Oh, hier gibt's Fleisch. Läuft weg. Halt die Fresse. Wo ist denn das, das Fleisch auf vier Beinen? Toll. So
Und mir hat's vergrault. Dafür töte ich den Zombie gleich. Mach das. Bist du auf den höchsten Punkt der Insel? Ich will mir die Insel mal angucken. Ja, ist doch okay. Also. Ui, oh Gott. Bin ich hier so reingefallen? Ja, man könnte hier schon was Cooles machen, glaube ich, aber es würde nicht lange halten. Weil der Berg innen hat ja so kleine Hohlbereiche, die so ein bisschen tiefer gehen halt, ne? Und mir ist gerade die Idee gekommen, man könnte ja hier so am Rand, wo es höher ist, immer so Verstrebungen machen. Und wenn dann die Nacht kommt, sollen die Zombies da reinfallen, dann kann man sie töten oder so. Ah, ich glaube, das wird nicht hinhauen. Wie ich mir das vorstelle. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, wenn ich eine Langeweile habe, dann. Wenn wir in unserer Basis soweit fertig sind. Boah, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, dann gehe ich jetzt mal basteln. Schau mir noch diese andere Insel an. Hier. Auf der wir zuerst waren. Die kleinere. Die hinter dir. Hm. Weißt du noch, wie wir es mit den Spawn-Sachen gemacht haben? Wie? Was meinst du? Spawn die Kisten auch wieder? Also der Inhalt in den Kisten? Das weiß ich nicht. Ich gehe hier mal gleich zu dieser. Was ist das hier? BJ. Gas oder sowas? Diese Tankstelle, Boot-Tankstelle, da gehe ich mal gucken. Da hatten wir, die waren wir ja, ich glaube, da waren wir ziemlich am Anfang. Als wir das hier angefangen haben, das sind wir damals gewesen. Da gehe ich jetzt nochmal hin, nur um zu gucken, ob da wieder Loot drin ist. Okay. Ich bin durstig, ich bin im Wasser, trinke Flüssigkeit. Von dem Wasser im See kannst du Dünnfisch kriegen. Jo, ich weiß. Oh, fast 80 Fleisch. Ist das ein getoastete? Ne, getrocknete Extrakt? Okay. Was man nicht so alles findet. Ja, die Zombies spawnen auf jeden Fall wieder da. Da ist hier eine Menge und ein Bulle drin. Okay. Oh, der Bulle ist ganz schön am kotzen. Alter, hörst du mal auf, mich anzuspucken? Ach ja, in der Werkbank sind ja noch Dingsen. Wie heißen sie gleich? Armbrüste habe ich ja uns gemacht. Ich brauche jetzt nur noch meine Steinpfeile auf. Und ich hatte ja auch, habe ich gesehen, Eisenspitzen schon in die Werkbank. Also in die Schmiede. Oh, der will explodieren! Tut er doch nicht? Hat er schon? Bist du tot? der guckt. Das Bauch- und Arschfett guckt da so. Naja. Ah, ich liebe es, wenn diese Köpfe zerspringen.
Der Mülltonne ist leer. Meine Güte, auf dieser Insel sind ganz schön viele Zombies unterwegs. Mann, Mann, Mann. Zapfsäule ist leer. Na gut, das an dem Benzinfass haben wir vielleicht vergessen. Aber sonst... auch eine leere Zapfsäule. Oh, ein Drop. Nö, ist immer noch alles leer. Okay. Oh, ich vermute. Alte Hurensau. Alter, ich werde dich gleich sowas von unboxen. Nee, dich meinte ich nicht. Geh weg. Aua, wie hast du mich getroffen? Over Business, Fuzzi. Oh, die trifft mich auch. Das gibt's doch nicht. So, steigen wir in diesen Berg. Das ist ein Inselberg. Was wird uns dort erwarten? Ach, hauen an Türen ist scheiße. Ich bin der König der Welt! Oh, ganz nett hier oben. Oh, das ist ja eine süße Landesruhe. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Bei der kleinen Insel dann, ja. Hm? Oh, hier oben ist es richtig heiß. Also eins, was bisher gespawnt ist, sind die Benzinfässer. Außer wir haben sie letztes Mal nicht mitgenommen. Hm. Das ist durchaus denkbar. Sonst ist alles leer. Ja. Haben wir es auch geklärt. Na gut. War die Insel jetzt nicht so spektakulär, war aber nett. Dann kannst du dich ja weiter um unsere Garagen kümmern und ich würde dann einfach zum Drop hinfahren. Ja, kannst du machen. Ich glaube, da fahre ich mit meinem Fahrrad. Das war, glaube ich, nicht so weit. Zumindest sah das gerade nicht so weit aus. Spaß des Sprit. Genau. Wo habe ich denn hier angefangen? Ach, da. Ah, der Drop ist doch ein bisschen weiter. Fahre ich einen Teil mit dem Mob. Ich fahre einen Teil mit dem Fahrrad und dann den Rest mit zu Fuß. Oder doch mit dem Moped? Ist das mein Moped? Ah, ich fahre mit dem Moped. Tut, tut. Was? Nur noch 26%? Na gut, dafür reicht es ja noch. Haltbarkeit oder Sprit? Sprit. Okay. Ich muss ja nicht so weit fahren. Weil so im unebenen Gelände möchte ich nicht so mit dem Moped fahren. Gehen wir mal. Jetzt mal bergsteigen. Haben wir nicht noch einen Hammer?
Geht das mit dem Hammer vielleicht schneller, das Upgraden? Das nervt. Das dauert mir mit der Holz. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir schon einen Hammer haben, aber ich glaube, ich bin mittlerweile. Ey. Was machst du hinter der Deckung, du kleines Stück Scheiße? Au, Stacheldraht. Komm zu mir, komm her, komm her, komm her. Warte mal kurz. Ja, die Steinpfeile wieder. Nett hier so. Nee, das wäre das Motto gewesen. Viel zu bergig. Was meinst du zu bergig? Das Gebirge ist zu bergig für das Moped. Hast du hier Frames abgebaut? An der Basis? Nö. Also kann sein, dass ich die eingesammelt habe in der Nacht, aber... Okay. Weil ich bin ja hier irgendwie querbeet durchgesprungen. So, gucken wir mal. Hammer! Haben wir einen Hammer. Perfekt. Kann ja ein bisschen Zeug loswerden. Kein Platz mehr für Fleisch. Das gibt es nicht. Doch, bei Roller. Aha. Brauch hier mehr Platz für Fleisch und so ein Scheiß. Ja, wir haben doch noch rechts ganz viele. Gott, was ist das denn hier? Mathildes Gebirgstour. Ich glaube, ich gehe am Fluss entlang zurück. Ja. Was denn gerade? Ah. Was war's denn? Ich hab so ein ganz kurzes. Ja! Da kommt noch eine Armee von Kreischerin. So. Eine Armee von Kreischerin? Ja, aber 3-4 Stück so. Ui. Ich bin mal im Kopf. Was gibt es denn heute Schönes? Oh! Nahkampf! Also ganz viel Futter. Oh, mit einem Schlag. Hier bin ich, ihr Idioten. Da hinten tue ich noch einen. Bleib da mal raus aus unserer Verteidigung. Oh, das ist ein schneller. Nee, bleib mal in die Verteidigung. Ja, genau, geh mal in die Spitzen rein. Weil die Schnellen sind mir doch zu schnell. Ja, die mag ich auch nicht. Ah, die eine Kreischerin hat, wie gesagt, zwei weitere angelockt, aber irgendwie... So was mag ich ja gar nicht. Ah, ich liebe es, wenn die Pfeile im Kopf stecken bleiben. Ich finde das cool. Das ist lustig. Ich freue mich drauf, schon meine Armbrust zu... Ja, ich habe noch, ich glaube, 226 Pfeile. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die weggeschossen habe. Okay, ich hab nur noch 43. Ja, mit dem Hämmerchen musst du nur einmal dagegen kloppen, dann hast du das schon aufgewertet. Das ist schon... Ja, das ist doch gut. Ein Unterschied. Ey, das... Ach, da kommt noch wer. Hallo! Ich bring auch noch ein paar Eier mit. Ich bin's, der Heinrich. Und das ist mein Baseballschläger. Kennst du ihn? Magst du ihn? Haha. Wie heißt denn dein Baseballschläger? Ich höre noch mehr. Oh. Ich hab auf jeden Fall noch ein paar Eierchen zu bekommen. Ha? Der hilft dir den Helm auch nicht, du Biker. So. Hammer ist jetzt, ja? Danke.
Ja, ich weiß noch gar nicht, wie tief ich die machen soll, aber naja. Bis sie auf dem Grund sind? Achso, das meinst du mit tief, ja. Ja. Hä? Wo steht mein Bikey-Line? Hä? Nicht blind? Wo ist mein Moped? Das müsste eigentlich direkt vor meiner Nase stehen. Hä? Mein Moped ist verschwunden. Bin ich blöd? Das ist nicht lustig. Nee, das ist nicht lustig. Sag ich aber doch. Ich hab sie an der Straße abgestellt. Und es wird mir hier auch auf der Karte angezeigt. Laut Karte bin ich einmal voll durchgelaufen. Es müsste genau hier stehen, wo ich mich gerade aufhalte. Was ist denn das für ein Scheiß? Mein Moped. Tüff, tüff. Bist du mein Moped? Nein, du bist... Vogelnest. Sieht doch aus wie ein Moped. Hätte ja sein können, dass das so der Sitz ist. Mein Moped ist weg. Mein Tüff, Tüff. Ach, Teufelchen, wo bist du nur? Bist du nicht mit dem Fahrrad gefahren? Nein, ich bin mit dem Tüff-Tüff gefahren. Müssen wir morgen zusammen hier an die Ecke gehen, vielleicht siehst du es. Ja, vielleicht finde ich dein Tüff-Tüff. Ja, Tilde Tüff-Tüff. Ich meine, von der Strecke ist das jetzt nicht so dramatisch, aber... Hoch mit dir. Die Sonne geht ja schon fast unter hier. Ja, es ist schon 18 Uhr. Wir am Arbeiten. Keine Zeit für Sonnenuntergänge und so ein Kram. So einen romantischen Schnickschnack. Feld ein bisschen vergrößern. Erstmal muss ich mich entladen. Ich habe nämlich ganz viel Dosenfutter gefunden. Dosenfutter können wir immer gebrauchen. Also zurzeit haben wir es ja kaum benutzt, aber sonst, ja, kann man das ja wirklich immer gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Also Futter ist immer gut. Aber wir brauchen, glaube ich, da mehr Schränke. Ich habe doch erst 3 zusätzliche Schränke gebaut. Sicher? Ja, neben dem Kühlschrank. Ach so, da, okay. An die habe ich nicht mehr gedacht vorhin. Es wird jetzt nicht schön werden, aber Hauptsache, wir haben irgendwas auf unserem Moped stehen. Weil ich habe Angst, dass die Zombies die immer irgendwie kaputt machen oder so. Kam bisher noch nicht vor, aber wer weiß.
das sollte hier reichen, die Fläche, die ich jetzt hier habe hier hinten. Das sollte reichen. Und Honig habe ich auch gefunden. Oh, scheiße, die eine Stelle ist da doch ein bisschen weiter. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Was sind das hier für Ausdrücke, Herr Heinrich? Ja, da. Die eine Stelle ist ein bisschen zu kurz. Muss ich noch um ein Frame verlängern. Oh, da höre ich doch schon wieder einen Kreischer-Tussi. Wo bist du, Tussi? Da. Du wirst nicht bis zu uns kommen. Du warst mal ein Kreischer-Tussi. Auf zur Gartenarbeit! Was denn? Die Gartenarbeit ist wichtig. Ja, ja, ja. Nahrung. Ich musste, wie war es bei Simpsons, auf zum Atem oder so? Ja. Radioactive Man und Fallout Boy. Warte, ich auch mal einen Baum hacken. Zu hacken. Geh mir hier sowieso auf den Sack, die Bäume. Die sind einfach zu nah an der Garage. Dann haust du doch weg. Mach ich auch gerade. Ja, ist doch okay. Ja. Da muss ich den Boden noch eben machen. Damit wir da perfekt mit dem Mops drauf kommen. So, jetzt ist das Feld auf jeden Fall in einer anständigen Größe. Kann ich das hier nämlich auch mal so ein bisschen sortieren. Und da sind ein paar kranke Schwestern. Hast du gekillt, ja? Jo. Hast du keine XP gekriegt? Doch, hab ich. Nee, hab ich nicht, glaube ich. Ich krieg welche, weil ich Baum hatte. Achso, hier willst du dann das eben machen. So mit Auffahrt und Rampe und allem. Ja, ja, weil nicht, dass wir dann immer gegen den Rand fahren oder so. Wie hier bei der Brücke, die ist ja zu schräg für die Fahrzeuge. Mhm. Entweder mache ich eine Holzrampe oder ich mache es mit Erde, ich weiß es noch nicht. Mhm. Kannst du ja hier so eine kleine Tür dazwischen lassen, dann können wir uns gegenseitig in den Garagen besuchen. Hab ich eh vor. So, ich mach mal den Weg hier so ein bisschen frei. Dass wir hier nicht durchs Gebüsch fahren müssen. Hier müssen auch noch Fackeln kommen dann später, weil wir müssen ja was sehen, falls wir mal nachts irgendwie hier sind. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es mit den Garagentoren machen. Es ist 9:30. Boah. Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass du die Zeit aus den Augen verlierst. Baue, natürlich verliere ich es aus meinen Augen.
komme ich nicht an die Ecken ran oder was? Das ist halt scheiße. Willst du morgen Garage weiterbauen? Was meinst du? Reicht eine Dreierwand oder Dreierhöhe? Und die Vierer ist dann die Decke oder? Ja, wir können ja die Decke schräg machen, ne? Oh, das schräg kann ich das nicht so gut. Ich hätte einfach ein Flachdach gemacht. So. Also ich gehe jetzt erstmal rein. Ja, ich komme gleich. Ist okay, weil es ist 5 vor 10. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich will noch ganz kurz hier. Noch ganz kurz. So. Eigentlich müsste ich aber hier noch die Ecken machen. Zombies, bleibt mal weg. Ich muss hier arbeiten. Oh, ist zwar nur alles Holz. Sieht nicht hübsch aus. Einfach. Ach, wohl, ich hätte Fenster reinbauen können. Naja. So. Eine Stahltür haben wir noch drüben. Das heißt, die kann ich ja dann hier auch einbauen. Muss ich nur mal rüberholen. Und die Wand mache ich in einer anderen Farbe. Wow. So. Bin mit einer Armbrust bewaffnet. Muahahaha. Ist gefährlich. Total. Hast du hier dran gezweifelt? Nein. Und ich mache dann für dich auch gleich mal hier an der Werkbank Bolzen. Jetzt komme ich nach Hause. Wie ist jetzt noch nichts passiert? Aua, da ist Stacheldraht. Aua, aua. Bin ich in meiner eigenen Falle getappt. Aha. So, dann nehme ich mal hier die Frames weg. So, und dann würde ich sagen, können wir das Video auch beenden. Jupp, na? Ich gehe jetzt gleich in den Keller und buddel da weiter. Hätte ich nicht noch die Messer schaffen müssen? Buddeln, ah ja, buddeln müssen wir auch. Ah ja, du hast eine Tischkreissäge gebaut. Ja, wir wollten gebaut. Ja unsere... Was konnte man mit der Tischkreissäge machen? Da kannst du bessere Holzrahmen und so machen. Das ist hier nur alte Couchteile. Oh, Bierfässer! Man kann Campingtische bauen, so Parkbänke. Ja. Und so. Habe ich das nicht letztes Mal erzählt? Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Aber nur Sofas und das war's. Bürostuhl gibt's auch mittlerweile. Ja, haut mich aber jetzt nicht um, du. Ja, aber wir können auch vernünftige Schrägen machen. Das geht nämlich nicht mehr so. Ach so, bei Haus. Ah, okay. Ich war gerade beim Möbeln. Oh, hör mal, es gibt einen weißen Lattenzaun. Den gab es vorher auch nicht. Oh, hoffen wir mal, dass in unserem Keller kein Zombie aufgetaucht ist. Das wäre jetzt eine böse Überraschung für die kleine Mathilda. Ah ja, wir wollten das Video beenden. Ach ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar oder ja, ein Abo oder so. Würde uns sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüsseli. Ciao.